30 minutes left. Arne, wir müssen reden. Holger, Prost. Prost. Heute trinken wir mal Red Bull. 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Richtig. Und mir geht es richtig gut hinterher, weil ich nämlich eine Halb-Liter-Dose habe. Oh, das Zeug, ne? Das ist echt so ein Gummibärensaft. Wir haben jetzt schon relativ viel Energy-Drinks getrunken. Da haben wir jetzt haben wir auch eine neue Seite gemacht, ne? Genau, wir haben jetzt auf unserer Seite haben wir eine neue Seite. Die heißt Getränke. Findet ihr oben unter dem Bild. Dann könnt ihr draufdrucken und dann seht ihr, welche Getränke wir in welcher Folge getrunken verkostet haben. Verkostet, genau. Und dann, wer will, kann dann nochmal kurz reinhören und kann dann feststellen, dass ich zu fast jedem Getränk sage, kann man wohl trinken. Aber zu Red Bull, nee. Also ich sag wahrscheinlich zu jedem Getränk sowas wie, gar nicht mal so schlecht. Ja, aber Red Bull ist echt nicht so mein Ding. Ja, ich weiß es nicht. Am Anfang, also als ich noch nicht so viel Erfahrung mit Energy Drinks hatte, da habe ich das noch häufiger getrunken. Aber jetzt, nee, danke. Da gibt's inzwischen bessere, die ich kennengelernt habe. Bessere Getränke. Ja, richtig. Auch bessere Energy Drinks? Ich denke, du magst sowieso generell nicht so Energy Drinks. Ich mag sowieso nicht so gerne Energy Drinks, aber auch bessere Energy Drinks, ja. Okay. Und wir haben jetzt eine neue Facebook-Seite, ne? Wir haben eine Facebook-Seite. Und die habe ich ja gestern. Du hast mich letzte Woche irgendwann darüber mit überrascht. Mensch, wir haben jetzt eine Facebook-Seite, habe ich gesagt. Aha. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen gezofft, aber dann haben wir uns noch beruhigt. Nein, alles Frieden hier. Und die ist sogar jetzt zu erreichen unter facebook.com/30minutesleft, weil uns nämlich schon über 25 Leute geliked haben. Genau, 29 Leute von euch haben uns schon geliked. Genau, weil ich das nicht... Geliked ist ein hässliches Wort. Das ist aber so, das gehört so. Man mag die Sachen nicht bei Facebook, man liked die. Genau, auf jeden Fall habe ich das so ganz stark promotet, damit ich die auf diese 25, oder damit wir auf diese 25 kommen, damit ich jetzt nicht so eine lange URL sagen muss. Und es hat geklappt. Ja, vielen Dank dafür schon mal. Genau. Da könnt ihr uns jetzt alle zeigen, wie lieb ihr uns habt. Genau, immer schon draufklicken. Und passend dazu haben wir übrigens auch ganz viele Facebook-Like-Buttons bei jedem unserer Posts, Einträge, Podcasts, wie nennt man denn den Quatsch? Blog, Podcast, Einträge, Dings. Genau. Auf der Webseite. Also ihr findet ganz viele Knöpfe und ihr könnt die alle drücken und dann spammt ihr eure Freunde bei Facebook damit voll. Genau, oder bei anderen sozialen Netzwerken. Da können wir auch nochmal gucken, was man dann noch so einbauen kann. Genau, wir haben jetzt nämlich auch so einen Twittern-Button. Haben wir auch? Ja, okay. Wir haben jetzt einen Twittern-Button. Dann brauchen wir noch einen Plus-1-Button. Und genau, wir brauchen unbedingt noch einen Plus-1-Button. Aber ist dieses Google-Ding, ne? Genau. Da habe ich ja jetzt meinen Account gelöscht. Warum? Ja, ich brauche ihn halt nicht. Und ich habe eh nie reingeguckt. Ich wollte es schon früher machen, aber dann habe ich Google Plus einfach komplett vergessen. Und dann dachte ich mir, ja. Also vergessen kann ich es nicht, weil diese extrem schlechte iOS-App mich immer wieder daran erinnert. Genau, die nervt mich nämlich auch. Und das nervt mich halt mehr, als dass ich da irgendeinen Vorteil von ziehe. Ja, das Problem ist, dass ich meine Tweets da noch nicht automatisch reinbekomme. In Google Buzz. Kennst du noch Google Buzz? Natürlich kenne ich Google Buzz. Hast du Google Buzz noch? Nein. Ach. Aber da gab es die Funktion, ich erinnere mich. Genau. Wenn Google Plus sowas auch hätte, würde ich es nutzen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ja, dass Google Plus sehr gut ist. Weil dass dieses Follower-System, was es auch bei Twitter gibt, das ist sinnvoll als dieses komische Freunde-System, was es bei Facebook gibt. Weil ich möchte halt Sachen von Leuten mitbekommen, mit denen ich aber nicht befreundet bin. Ja, weil ich die halt auch vielleicht gar nicht so persönlich kenne, sondern nur aus irgendwelchen komischen Podcasten. Aber so. Bei Facebook kannst du ja die Leute jetzt auch irgendwie zirkeln. Ja, aber da muss ich ja... Musst du die vorher befreunden? Muss ich die vorher befreunden, ja. Ich kann jetzt nicht, Ahnung, irgendwelchen Münchner Podcast-Leuten und Fanboys irgendwie folgen, ohne dass die mir dann auch sagen... Okay, und weil die dich leider nicht mögen, kannst du denen quasi nicht zuhören. Nee, weil die mich nicht kennen, jedenfalls nicht persönlich. Und wenn sie dich kennen würden, dann würden sie dich nicht mögen wahrscheinlich. Das glaube ich nicht, nein. Aber bei Facebook habe ich halt... wirklich so eine relativ harte Policy für mich selber gesetzt, dass ich mit den Leuten, die Leute persönlich kennen muss, auf jeden Fall. Also ich muss mit denen auch ein Bier trinken können. So. Das machen andere ja auch. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz richtig bei Facebook. Ich wollte noch über irgendwas anderes reden. Was gibt's noch für so? Hast du noch Diaspora? Diaspora habe ich ein paar Mal versucht, so alle 2 Monate wieder, und ich bin immer in dieser Willkommensseitenschleife hängen geblieben. Wenn ich die fertig hatte, dann kam ich wieder an den Anfang und deswegen habe ich das quasi nie nutzen können. Ich habe bei Diaspora irgendwie 2 oder 3 Freunde. Das Problem bei diesen Social Networks ist ja auch irgendwie, dass
sie nur funktionieren, wenn man da viele Leute kennt, die das auch benutzen. Genau, deswegen funktioniert ja Facebook. Ja, und deswegen versuche ich aber auch Google Plus zu nutzen und Leute dazu zu bringen, Google Plus auch zu nutzen, damit das auch funktioniert, weil ich das Google Plus vom Prinzip her besser finde als Facebook. Ist natürlich noch nicht so groß, aber das kann ja noch werden. Ja, mich hat bei Google Plus abgeschreckt, dass sie sofort Spiele eingebaut haben. Hätten sie das gelassen, wäre ich vielleicht noch dabei, aber dass sie da jetzt auch die Leute irgendwie guck, das sich hab ich gar nicht Spielen mitbekommen. Voll spammen lassen können wollen, finde ich doof. Nee, das wohl nicht. Das klick hier rauf, damit mein Häuschen noch größer wird und so. Ja, sowas, genau. Nee, das ist auch echt Schwachsinn. Gibt es eigentlich noch das StudiVZ? Also ich habe mich da irgendwie letztes Jahr einmal abgemeldet. Ich habe mich auch irgendwann abgemeldet, deswegen weiß ich es nicht. Ja. Dann gab es noch mal Lokalisten, da war ich warte mal, StudiVZ hatte doch neulich diese Datenpanne und es waren tatsächlich alle drei Leute betroffen. Okay. Naja. Lokalisten gab es auch mal, ja. Die hatten immer diese tolle Fernsehwerbung, dafür hatten sie Zeit. Geld auch. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Dann gibt es noch Wer kennt wen? Da kenne ich, war ich aber auch nie. Es gibt natürlich noch Stay Friends, dieses Schulding. Ja, das sehe ich nur mal, wenn ich bei Google nach irgendwas suche, also nach Leuten suche, dann kommt das mal. Ja, genau. Und Jansi, die Leute-Suchmaschine, aber es ist kein soziales Netzwerk. Meinst du Jasni? Jasni meine ich auch. Ja, gibt auch 1, 2, 3 People, die Leute-Suchmaschine. Ja. Und da kann man große Partys machen auf sozialen Netzwerken. Ja, richtig. Da kann man Leute einladen zu Partys. Genau, und dann gibt es Politiker, die verstehen das nicht und wollen das verbieten. Ja. Ja, genau. Partys und so. Partys und so. Hoffentlich machen sie es noch nicht so früh. Nicht, dass wir zur Monkey Island Party nicht mehr hin können, weil sie die verboten haben. Das wäre blöd, aber die Monkey Island Party, die wird ja auch nicht über Facebook beworben, oder? Weiß ich nicht, aber wir könnten das mal machen, damit noch mehr Leute nach Hamburg kommen zur Monkey Island Party. Die ist nämlich in 2 Wochen, 1,5 Wochen, irgendwie am 17. oder so? Ja, irgendwie sowas an dem Samstag. 17. Dezember. In Wilhelmsburg. Genau, www.monkeyislandparty.com. Hingehen! Ich gehe auch hin! Nicht auf die Seite, weil die ist eklig, die hat Flash. Aber ja, zur Party, das ist bestimmt witzig. Genau. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich hingehe, weil ich an dem Tag ein Sightseeing-Event machen will. In Hamburg. Abends? Hamburg. Wahrscheinlich auch abends, ja. Aber wobei diese Monkey Island Party schon reizvoll ist. Also ich gehe dahin als verkleidet. Verkleidet als Banane. Nein, das verrate ich nicht. Na, wer gut mich da entdeckt, der darf sich freuen. Na gut. Ja, abends gehen wir seit neuestem auch irgendwo hin. Bowlen? Ja, wir gehen bowlen. Aber irgendwie klappt das heute mit den Überleitungen gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Nee, also die Überleitung zu der Party war schon nicht schlecht. Übrigens, ich glaube, wir haben ungefähr so viele Themen, dass wir noch 3 Minuten reden können und dann ist die Sendung vorbei. Ja, uns fällt noch was ein. Also Bowling. Wir bowling jetzt in der Liga. Genau, und vorher. Crazy. Genau, das ist irgendwie voll cool. So, dann kann man sagen, ich wurde heute ausgelacht, weil mein Arbeitskollege, der war voll kaputt vom Sport am Wochenende. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe auch Sport gemacht, ich bin nicht kaputt. Ja, was hast du denn für Sport gemacht? Und dann habe ich gesagt, Bowling. Und dann haben die gesagt, das ist kein Sport. Das ist Sport. Und die haben gesagt, das alles, was man in einer Bar spielt, ist kein Sport. Das ist Quark. Und dann habe ich gesagt, das war keine Bar. Und dann haben die gefragt, ob gibt's da Getränke? Ja, dann ist es eine Bar. Das ist Quark. Es gibt auch Sportplatz Getränke. Genau. Jetzt zum Beispiel am Sonntag, gestern quasi, da war der Hamburg Airport Race. Kennst du den? Ich habe nur davon gelesen, dass du hingebist. Einer von diesen vielen, vielen Leichtathletikläufen. Dieser geht genau 10 Meilen, 16 Kilometer, um den Hamburger Flughafen drumherum. Und da sind ganz viele Leute mitgelaufen, die ich kannte. Und deswegen war ich da zum Anfeuern, nicht zum selber laufen, weil... Um welchen der beiden Flughäfen? Bin zu fett. Nee, bin zu untrainiert natürlich. Okay, nicht Finkenwerder, ne? Nein. Schon der Hamburg Airport. Okay. Also man kann durchaus auch Sport-Events hier in Hamburg machen. Das, ja, da gibt es eine ganze Menge Sport-Events. Letztens war auch irgendwie so ein, der Marathon war ja, dann gab es so einen Urbanathlon, nochmal so ein Mini-Marathon. Der Urbanathlon? Urbanathlon, ja. Dann gibt es immer noch so einen Lauf durch den Elbtunnel, durch den alten. Ja. Glaube ich. Da stelle ich mir immer ein bisschen blöd vor. Du rennst halt und rennst und willst deine Zeit schaffen, dann stehst du in diesem Fahrstuhl und wartest und wartest und dann kannst du endlich weiterlaufen, weil du dann unten läufst und dann läufst du in den Fahrstuhl wieder rein und wartest und wartest und dann kannst du draußen weiterlaufen. Ist es so?
Weiß ich nicht, kenne ich sowas nicht. Ich glaube nicht. Dann gibt es noch diese Cycle Classics, letztens war Drachenbootrennen auf der Alster. Also ich finde, hier wird schon eine ganze Menge das Action stimmt, geboten. Ja, hier kann man, in Hamburg kann man durchaus viel Sport sehen, wenn man will. Ja, und auch andere Sachen. Also irgendwie letztes Wochenende waren ja haufenweise Events. Da war irgendwie Alstervergnügen, ja, da waren fette Buden. Dann war hier bei mir vor der Haustür Stomp Kleinkunst, Straßenkunstfestival irgendwie. Mit Kindern in Bällen. Mit Kindern in Bällen auf Wasser. Das muss auch total schrecklich sein. Ich meine, die bezahlen da 5 Euro für 5 Minuten und dann hast du da so ein mini kleines Becken. Also die Kinder werden in so Gummibälle gepackt, dann wird da Luft reingepumpt, damit die halt auch rund sind, diese Bälle. Und dann kommen die in so ein kleines Planschbecken rein und können sich dann da bewegen. Kennst du diesen James-Bond-Film mit der Druckkammer? Nee, weiß ich, doch, kenne ich bestimmt, aber so aus spontan jetzt nicht. Lizenz zum Töten? Ja. Da ist so eine Druckkammer und da wird auch eine reingesteckt und dann wird da aber die Luft rausgesogen aus dieser Kammer. Das ist nicht so nett. Nee, das sieht auch ein bisschen eklig aus. Ja. Nee, auf jeden Fall, ich finde das, dann haben die so ein, keine Ahnung, 10x10 Meter groß, nein, so groß Wasser, aber 5x5 Meter großes Wasserbecken, in dem die Kinder da hin und her rollen können, in diesem Ball. Ja. Da hätte ich nach 2 Minuten keinen Bock mehr oder nach. Nee, das musst du ja aus Elternsicht sehen. Ja, die Eltern. Also die Kinder haben bestimmt Spaß, weil sie können auf Wasser laufen. Toll, Jesus und so. Und die Eltern haben deswegen Spaß, weil sie ihr Kind mal nicht 5 Minuten lang hören müssen. Ich glaube nicht, dass die schalldicht waren, diese komischen Bälle. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Oh, was war denn noch? Wir haben Pizza noch gebacken am Wochenende, das war auch geil. Ja, wollen wir über das Bowling noch mehr reden oder sollen wir jetzt? Du willst reden, dass deine Frau hier so 20 Millionen Strikes am Stück gemacht hat? Nee, da will ich gar nicht drüber reden. Sondern? Ich wollte nur sagen, wir sind jetzt voll in der coolen Liga. Ja. Haben wir das erwähnt? Bobo. Genau, heißt Bobo. Bonus Bowling. Ich finde diesen Namen so scheiße. Da können wir nichts dran machen. Bonus und Bowling ergibt nun mal Bobo. Ja. Bobo ist ja auch der kleine Teddy von Mr. Wir könnten auch Baubonn draus machen, aber es ist nicht viel besser. Nee, auf jeden Fall bin ich der Schlechteste. Nicht mehr. Nee, weil du. Ich bin nämlich der Schlechteste inzwischen. Aber vorher war ich der Schlechteste. Aber ja, man darf ja auch Ergebnisse streichen, Spieltage. Ja, also das ist irgendwie 16 Spieltage gibt es, 12 werden gewertet. Genau so ist es. Oder so. Und hinterher gibt es ein paar Schuhe. Ja, oder einen Bowlingball, je nachdem, was du haben willst. Das finde ich ja sowieso. Warum heißt das Ding eigentlich Ball? Gibt einen Grund. Aber ich kenne die nicht. Bälle sind eigentlich, glaube ich, innen hohl und Kugeln sind gefüllt. Ich glaube, das ist der Unterschied. Dann müsste ja der Bowlingball auch innen hohl sein. Aber da ist doch so schwer. Naja, aber du kannst ja deine Finger reinstecken. Also muss da ja Platz drin sein. Ja. Genau. Und vorher haben wir Pizza gebacken. Genau, vorher haben wir Pizza gebacken, weil du so einen tollen Stein hast, den du in deinen Ofen legen kannst. Und dann wird der warm, wenn man den im Ofen liegen lässt und den Ofen anmacht. Ja, das Problem ist nur, dass man den irgendwie 2 Stunden vorheizen muss. Boah, krass. Und am Wochenende war es ja hier schön sonnig und warm in Hamburg. Das Problem dann war, dass es durch diesen scheiß Pizzaofen oder durch den Ofen halt auch in der Wohnung nochmal mega heiß wurde. Und das war nicht so angenehm. Aber zum Pizzabacken stellt man so einen Ofen ja auch nur auf die höchste Temperatur ein, die er kann, oder? Richtig. Ja. Ja, da stand drin, man sollte ihn auf 300 Grad einschalten, wenn es geht. Also das 300 Grad? Das kann mein Ofen nicht. Ja. Aber es war sehr lecker, fand ich. Und ich habe das irgendwie das erste Mal so selber Pizzateig gemacht und Pizzasoße gemacht. Und es war cool, fand ich. Nur rund ist sie nicht geworden. Die Pizza nicht, nee. Nee. Eine Calzone haben wir irgendwie dabei gehabt und einer hat ganz aufgegeben. Also, der hat sich die dann machen lassen. Ich nenne jetzt hier mal keine Namen. Hat sie aber trotzdem gegessen. Genau. Ja. Aber ich glaube, ich muss noch ein paar mehr Kochsendungen gucken. Kochsendungen kann man gut gucken. Für sowas, um dann halt auch ein bisschen mehr Tricks zu lernen. Also eigentlich müsst ihr Pizza-Back-Sendungen gucken. Aber Kochsendungen sind insgesamt sehr interessant. Es gibt da auf ZDF 2, das eine ist die Küchenschlacht. Das läuft eine Woche lang, da fangen 6 Leute an. Montags und dann sind am Freitag noch 2 da, weil nämlich jeden Tag einer rausgekickt wird, weil er am schlechtesten gekocht hat. Das ist witzig, das macht der Lava. Ich glaube, ich würde... Johann Lava, kennst du bestimmt, ne? Das ist der Typ mit dem Schnurzbart. Ja. Schnurrbart, Schnauzbart, er gibt Schnurzbart. Ist doch klar. Ne? Genau, weil da die ganze Schnurze immer drin hängen bleibt. der macht das gut, der moderiert schön, aber was ich noch viel lieber gucke, ist Topfgeldjäger.
Da kämpft nämlich ein Männerteam von zwei Leuten gegen ein Frauenteam von zwei Leuten. Wird moderiert von Steffen Hensler. Und es findet auch hier in Hamburg statt. Okay. Und da kann man hingehen, kostet glaube ich 5 Euro Eintritt. Das würde ich gerne mal machen irgendwann. Kochen? Nein, nein, zugucken. Aber... ist lustig. Das ist total witzig. Das ist eine nette Atmosphäre und so. Und der... kriegt man hinterher noch was zu essen? Wahrscheinlich nicht. Die kochen relativ wenig. Es gibt halt Steffen Hensler, das ist der Moderator und Koch. Und dann gibt's Frank Rosin, der taucht dann in der letzten Viertelstunde auf und isst das, was die dann zubereitet haben. Manchmal gerne und manchmal auch nicht so. Der muss dann alles essen, was sie kochen? Der muss alles essen, was sie kochen, ja. Das wär... Er isst dann auch zum Beispiel irgendwie Couscous, auch wenn er es nicht mag. Und muss es dann trotzdem objektiv bewerten. Das ist fies, stelle ich mir komisch vor. Ja, oder Brokkoli, den würde ich nicht runterkriegen und ich muss den bewerten. Muss er auch machen, ja. Das ist ja eklig. Er muss halt alles bewerten und essen. Oh. Und ich glaube, da hätte ich Schwierigkeiten mit. Alles essen ginge vielleicht noch, aber alles objektiv bewerten? Alles das ist halt, geht auch nicht. Der Steffen Hensler wirbt halt damit, dass es die härteste Kochshow ever ist, weil es nämlich um Geld geht. Also die Teams, die treten halt für 1000 Euro an und das Gewinnerteam kriegt 1000 Euro. Wenn es die gewinnt, dann kann es sich entscheiden, ob es am nächsten Tag wiederkommen will und um 2000 Euro spielen will. Mhm. Wenn es dann verliert, natürlich hat es gar nichts gewonnen. Nach den 2000 kommen dann 4000 und dann kommen 10.000 Euro. Das heißt, wenn du 4 Tage lang da kochst und gewinnst, kriegst du 10.000 Euro. Aber da musst du, glaube ich, schon richtig gut sein. Da musst du schon richtig gut sein. Aber momentan zum Beispiel ist da eine Frau, die hat zu Hause 2000 Kochbücher. Ja. Und ich glaube, sie hat heute zum dritten Mal gewonnen. Das heißt, sie tritt am Morgen zum vierten Mal auf und gewinnt dann die 10.000 Euro. Also wenn ihr das gucken wollt, das läuft immer auf ZDF. Um 15.10 Uhr fängt das an, geht bis 16 Uhr. Genau, und wenn ich dann nicht da bin, weil ich auf der Arbeit bin... Dann kannst du zum Beispiel in die Mediathek gehen von ZDF ja. Und kannst das da gucken. Genau, und das kann man jetzt neuerdings mit so einer App. Angeblich, also es gibt eine App, ob man damit was gucken kann, weiß ich nicht. Ich habe vorhin gesehen bei Twitter, da regen sich die Leute tierisch darüber auf, dass es viel langsamer laden würde, als wenn man irgendwie in die Zeit zurückreist, sich einen Videorekorder kauft, das Ding aufnimmt und... Und das ist verzerrt. Dann oh. Wieder... Ich lade das gerade mal. Die Besonderheit war auch, dass es eine iPad-Version gab, oder? Nee, das ist Universal. Okay. Also für iPhone und iPad. Ja. Und ich habe mir die von mal runtergeladen. Und ehrlich gesagt macht die nichts anderes als die Webseite. Ja, die Webseite kann nämlich auch nicht nur Flash, sondern... Die Webseite macht auch, H264. Genau. Und die App stellt es nur anders dar, aber hat gegenüber der Webseite keine Vorteile. Jedenfalls habe ich noch keinen entdeckt. Und der einzige Vorteil ist, dass man halt ein bisschen länger Zeit hat, sich auf das Video vorzubereiten, weil es halt länger lädt. Na, ob das jetzt so ein Vorteil ist. Also sie macht nur die Webansicht. Also ich muss ja sagen, ich bin großer Fan von dedizierten Apps für alle möglichen Dinge. Ich nicht. Echt nicht? Warum nicht? Machst du lieber alles im Browser? Wenn die App mir keinen Mehrwert bietet, dann mache ich das lieber im Browser, ja. Also Mediathek, die schmeiße ich nachher auch wieder runter, weil ich brauche sie nicht. Also es gibt zum Beispiel eine DB Zuginfo, irgendwie sowas heißt die DB Bahn vielleicht. Ja. Die ist total großartig für Hamburger, wenn sie nämlich wissen wollen, wie sie von hier nach da kommen mit dem Nahverkehr. Und wenn man das über die Webseite macht, dann stellt sie das halt nicht iPhone praktisch dar. Und ja, ja. In der App ist das viel angenehmer. Das stimmt, da sehe ich das auch ein. Aber die Mediathek, die stellt halt das wirklich fast genauso dar wie. Ja gut, klar, Webseite. Nee, dann hat es natürlich keinen Vorteil. Aber es gibt auch andere App. Weather Pro zum Beispiel kann ich sehr empfehlen, das ist eine Wetter-App. Die kann auch das Regenradar anzeigen. Und wenn du versuchst, auf dem iPhone das Regenradar irgendwie auf der Webseite zu sehen, ja. Ist das immer hakelig, umständlich und. Aber das ist auch so, das könnten die Regenradar-Profis, die die Seite herstellen, die könnten das auch auf eine bessere iPhone-Ansicht dafür machen, eine ordentliche. Ja, klar, weil dann wäre es halt auch nicht nur fürs iPhone, sondern auch für Android und andere Systeme kompatibel. Könnten sie, klar. Deswegen, ich weiß es nicht, Steve Jobs hat ja bei der Vorstellung vom iPhone gesagt, oder nicht bei der Vorstellung, sondern als sich die ersten Entwickler beschwert haben, dass sie keine Programme dafür schreiben können. Sweet Solution. Hat er gesagt, ja, macht Web-Apps, das ist eine Sweet Solution. Und das wollten die nicht und dann haben sie gesagt, okay, hier iOS 2, SDK, ihr könnt Programme schreiben. Und genau, dann wurden die Programme geschrieben, alle waren glücklich und jetzt beschweren sich alle, dass alles in Apps ist und keiner eine ordentliche Webseite mehr macht. Das ist irgendwie... Ich beschwere mich nicht, ich finde es toll. Nein, aber es gibt viele Leute, die sich beschweren, glaube ich. Es gibt auch echt viele gute Apps.
Es gibt auch echt viele gute mobile Webseiten. Ja, na klar, nur ist der Browser halt auf 8 beschränkt und da hast du nicht die Möglichkeit, schnell zu wechseln von einem zum anderen. Zum Beispiel, zumindest dann nicht, wenn du von einer App zu irgendeiner Browserseite wechselst, die nicht gerade die Seite ist, die du offen hast. Aber wie ist das, wenn du eine Web-App, wenn du dir eine Seite als Web-App speicherst, du kannst dann wird die im Browser geöffnet. Wird die im Browser geöffnet oder wird die... Ohne Titelzeile, aber sie wird im Browser geöffnet. Okay, okay, okay. Hat auch keinen nennenswerten Vorteil. Deswegen, also, Suite Solution ist geschönt um Längen. Aber Steve Jobs ist jetzt eh vom Weg vom Fenster, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nee, der ist hat abgedankt, jedenfalls als CEO, und ist jetzt nur noch Aufsichtsrat, Vorsitzender, Chef von allem. Also die CEO hat er, glaube ich, sowieso schon lange nicht mehr gemacht, die ganzen, den täglichen Geschäftskram. Ja, richtig. Und deswegen hat die Börse, glaube ich, auch nicht wirklich tangiert, weil... Doch, die ist ziemlich abgestürzt. Und dann 6% oder so hat sich dann aber direkt wieder gefangen. Ja, also das war so der erste Schock von den Leuten und dann war es halt wieder da. Also ja. Ich glaube auch, dass Apple inzwischen ein gutes Team hat und den Steve Jobs nicht mehr so braucht, weil die Leute, die bei Apple arbeiten, glaube ich... Die haben das lange genug indoktriniert bekommen, was sie zu tun haben. Genau, die wissen, was die Leute nicht haben wollen. Wo vor 5-6 Jahren Steve denen noch sagen musste, was die Leute nicht haben wollen. Richtig, und inzwischen wissen die Leute das auch. Ja. Scott Forstall zum Beispiel, der macht ja auch sein eigenes Ding quasi. Zumindest habe ich immer das Gefühl, wenn er auf die Bühne geht und seinen Kram vorstellt. Also ich glaube, das wird auch ohne Steve Jobs weiter gut laufen. Es wäre mal interessant zu wissen, bei wie vielen Entscheidungen Steve Jobs eigentlich wirklich noch signifikant beteiligt war. Ich denke, dass er bei den meisten Produkten auch seinen letzten Segen dazu gegeben hat. Also ich stelle es mir so ähnlich vor wie bei... Nein, fange ich... Ich glaube, dass er zu allem seinen Segen dazu gegeben musste. Dass jede winzige Änderung zumindest einmal bei ihm auf dem Schreibtisch lag. Da gehe ich von aus. Das weiß ich nicht. Ich schon. Ich stelle es mir ungefähr so vor, wie wenn Shigeru Miyamoto ein neues Spiel macht. Dann sitzt er nämlich auch mit den Leuten da und knallt ihnen jedes winzige Detail von einem Zelda-Spiel auf den Tisch. Ach, das war der von den Dachfolgkraft. Nix da. Das will ich nicht haben. Dieses Blatt muss anders aussehen. Ist es so? Es ist tatsächlich so. Es gibt auf Nintendo... Vielleicht sollte der Apple als Führung... Nein, lieber nicht. Apple könnte Nintendo kaufen. Das wäre, glaube ich, deutlich interessanter. Und dann würde endlich mal der Online-Store von der Wii ordentlich gemacht werden. Und vom DS und so, die sollen ja auch nicht so doll sein. Ich habe jetzt keinen DS mit Store-Möglichkeit, aber ich so gehört habe. Es gab jetzt dieses Ambassador-Programm für die 3DS-Leute. Wir springen ganz schön in den Themen, wir haben doch genug zu reden. Ja. Dieses Ambassador-Programm für alle Leute, die den zum teuren Preis gekauft haben, der wurde jetzt irgendwie um 30% im Preis gesenkt. Und alle, die den vorher gekauft haben, die haben 10 Retro-Spiele geschenkt bekommen. Ja. Und diese Retro-Spiele, die mussten sie aus diesem furchtbar zu bedienenden Store runterladen, und zwar alle einzeln. Und es hat irgendwie lange gedauert und war echt umständlich. Und es wurde ihnen auch nicht gesagt. Die erscheinen, die wurden irgendwie so hinten reingehackt in die Accounts, erschienen auf bei der Seite mit den bereits heruntergeladenen Titeln oder irgendwie sowas, habe ich gehört. Ja, genau. Und total strange, was ich da mitbekommen habe. Aber so ein 3DS, ich weiß nicht, ich habe den einmal in der Hand gehabt und... ich auch. Das Flughafen in London. Ist nichts für mich. Also die Grafik ist einfach zu schlecht. Da bin ich zu sehr diese Retina-Auflösung vom iPhone gewohnt. Das ist einfach... Also ich muss sagen... Das Einzige, was mich interessieren würde, wäre halt wirklich Zelda und Mario da drauf. Genau. Das ist nämlich auch das Einzige, was mich interessieren würde. Zelda Ocarina of Time. Zum einen... Habe ich auf dem N64, brauche ich nicht. Genau, zum einen soll das nämlich ein echt gutes Spiel sein und zum anderen sieht es auf dem 3DS endlich gut aus. Ja. Denn auf dem N64... Ich mag die N64 nicht, weil das nämlich eine furchtbare Grafik hat in allen Belangen. Und die Texturen vor allem wurden ja für die 3DS-Version von Ocarina of Time komplett überarbeitet und erneuert. Und das weiß ich durchaus zu schätzen. Ich hätte gerne davon eine Version in groß für die Wii oder so. Mhm. Das würde ich sofort spielen. Ja, ich weiß nicht, aber ich darf mir jetzt ein 3DS kaufen. Kann man sich vielleicht in 5 Jahren kaufen, wenn es Nachfolger gibt. Ja, kannst du irgendwann auf eBay ersteigern mit den 3 guten Spielen, die es dann gibt oder so. Aber muss nicht sein, aber Nintendo ist auch schon lange kein Must-Have mehr. Nee, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass so in 1-2 Jahren die Nintendo-Spiele auch auf anderen Plattformen erscheinen. So wie Sega dann irgendwann zugrunde gegangen ist nach der Dreamcast. Das wird erst dann passieren, wenn Nintendo komplett stirbt und keine eigene Hardware mehr herstellt. Glaubst du? Und das wird nicht passieren, wenn die jetzt die Wii U rausbringen wollen. Ja, die Wii U, die ist auch voll kacke.
Das ist eine Wii mit einem zweiten Art von Controller mit einem großen Bildschirm. Ja, aber mit ansprechender Hardware-Power drin. Ja, mit HD. Man weiß bislang keine Specs, aber es ist halt zeitgemäße Grafik drin. Ja, aber die Wii-Spiele macht so auch Spaß, ohne dass da HD-Grafik rauskommt. Ja, aber ich spiele manche Spiele lieber auf der Xbox 360, weil die nämlich netter aussehen. Ja, das gerade die Lego-Spiele zum Beispiel oder Wrestling-Spiele, wo du die Leute erkennen willst, die du da spielst. Auf der Wii funktioniert das nicht, da hast du einen Pixelbrei. Das Einzige, ich habe letztens bei meinem Bruder, letztens, gut, das ist doch schon ein halbes Jahr her, Need for Speed gespielt auf der Xbox. Und das sah schon richtig geil aus. Richtig, das sah ziemlich cool aus, das habe ich auch. Und ich habe halt auch die Wii-Version gespielt, gesehen, bei mir auf dem Fernseher. Und das sah im Vergleich dazu richtig, richtig furchtbar aus. Ja. Außerdem mag ich die Nintendo Online-Politik nicht. Überhaupt nicht. Die haben eine Online-Politik? Ja, die haben die Online-Politik. Wir machen kein Online und wenn, dann extrem kompliziert und unbrauchbar. Ja, nur mit diesen komischen Freundescodes. Die haben wir schon irgendwann schon gesteuert. Ja, haben wir irgendwann mal verlinkt, aber genau. Ich habe keine Einladung bekommen. Aber ich glaube, ich habe noch meinen Code gar nicht genannt. Vielleicht hängt es zusammen. Nee, vor allen Dingen, du kannst ja nicht nur den Code eingeben, sondern du musst den der anderen Person, der den Code schon vorher gegeben haben, also die müssen sich ja beide eingeben. Da kann ja nicht, reicht ja nicht, wenn einer den eingibt und sagt, dann erscheint ja kein Feld so, hey, der möchte ein Freund sein, sondern ja, genau, jeder genau, muss den Code ja. vom anderen eingeben. Ja. Das ist total schade. Wobei Nintendo im Grunde auch eine gar nicht so schlechte Politik fährt, was nämlich die Software angeht. Da haben sie auf der Nintendo-Seite, haben sie immer so eine Rubrik, Iwata fragt. Satoru Iwata kennst du? Ist einer von den Nintendo Urgesteinen. Und der setzt sich immer mit den Spieldesignern an den Tisch und interviewt die zu aktuellen Titeln. Mhm. Zum Beispiel zu Twilight Princess hat er das gemacht, zu Wii Fit, zu was weiß ich, zu allen, also alle relevanten Spiele kommen da irgendwie drin vor und da gibt es dann irgendwie mit verschiedene Kategorien? Nee, also Fragen? Ein Interview wird dann in 5 Teile aufgeteilt und die kommen dann nach und nach. Das heißt, du hast im Grunde immer was Neues zu lesen, wenn du auf diese Nintendo-Homepage gehst. Ja. In der Iwata fragt Rubrik. Und da gibt's, glaube ich, momentan was über Wii U. Aber ich kann gar kein Japanisch. Das steht da auch auf Deutsch. Oh. Japanisch wollte ich aber immer schon mal lernen. Oder zu Zelda oder so. Und das ist durchaus interessant. Und da siehst du halt auch, wie Miyamoto seine Spiele machen lässt. Weil da nämlich die Leute quasi auch aus dem Nähkästchen plaudern. Und das ist echt interessant. Okay, dann... Also was die Spieleentwicklung angeht, sind die schon auf der richtigen Linie. Nur was die Hardwareentwicklung angeht, fahren sie halt irgendwie die Aldi-Schiene. Ja, die eigenen Spiele von Nintendo, das sind auch eigentlich die einzigen guten. Ne? Also so viel Drittherstellersoftware gute kommt da jetzt nicht. Ja, also es wurde halt für den 3DS relativ viel angekündigt, was dann aber nicht kam, weil die alle sich gedacht haben, nur lassen wir uns mal Zeit. Wo ist denn das Iwata fragt? Google einfach nach Iwata fragt. Ich bin jetzt auf Nintendo.de gegangen. Iwata. Wir verlinken das in den Shownotes auf der Webseite. Da könnt ihr da auch gleich den Facebook-Like-Button drücken. Wie schreibt man denn Iwata? Iwata. Ich habe mit V geschrieben. Da, oh ja, willkommen auf der Iwata-Fragseite. Ja, genau. Und da gibt's halt relativ viele spannende Interviews mit Nintendo. Okay. Dann werde ich mich damit jetzt beschäftigen. Ja, mach das. Und wir hören uns nächste Woche. Wir sind kurz diesmal. Macht aber nichts. 30 Minuten ungefähr. Dafür haben wir letztes Mal überzogen. Die letzte Mal. Nächste Woche übrigens ist unsere große Jubiläumsfolge nach 22 Wochen die 20. Folge. Genau, weil eine Woche haben wir nur den Klingelton rausgehauen, weil ich nicht da war. Genau, und eine Folge letzte Woche war ja unser Special. Unser Special. Falls ihr das noch nicht gehört habt, das lohnt sich. Genau, ist über Cola. Über Cola. Dann, ja. Ach, Prost und tschüss. Prost, ich hab nichts mehr. Bis dann. Ciao. Tschö. Dirty Minutes Left.